Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist euer Arne von Kreis 32 und ich habe euch einen Bauvlog zu meinem Gartenhaus versprochen. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Wie ihr sehen könnt, hinter mir ist das Ganze schon relativ fortgeschritten. Das Ganze werde ich euch jetzt mal in dem Video hier zeigen. Und ich fange mal bei den Informationen nochmal vom Urschleim an. Ein paar Sachen habe ich ja schon im letzten Video erklärt, aber das fasse ich einfach nochmal komplett zusammen. Wenn ihr ein Gartenhaus bauen wollt, achtet bitte darauf, eure Landesbauordnung einzuhalten. Das heißt, ihr müsst mal nachgucken, nach eurem Bundesland, welche Vorschriften es da gibt. Hier in Bayern zum Beispiel heißt es, dass ihr maximal 75 Kubikmeter Raum umbauen dürft. Ihr dürft eine maximale, nein, eine durchschnittliche Höhe von 3 Metern nicht überschreiten. In meinem Fall ist es so, dass ich nicht mal die Höhe als maximal 3 Meter überschreite, also alles perfekt. Es gibt noch ein paar andere kleine Regeln, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Schaut auch nach, ob ihr wirklich euch auf Bauland befindet oder vielleicht auch im Außenraum von eurem Grundstück. Bei mir ist es zum Beispiel so, wir stehen jetzt hier gerade im Außenraum, da drüben ist das Bauland. Also hier hinten dürfte ich die Hütte nicht bauen. Das Ganze bezieht sich übrigens nur darauf, das Ganze quasi ohne Anmeldung zu bauen, also das Ganze quasi antragsfrei zu machen. Und solltet ihr natürlich einen Bauantrag stellen, habt ihr natürlich auch andere Möglichkeiten, das ist klar. Aber da muss das Ganze bewilligt werden. Das Ganze dauert ein bisschen länger von der Zeit her. Von daher gibt es verschiedene Varianten. Ich habe es einfach so gemacht. Ich habe meinen Grundriss vom Grundstück genommen, habe die Stelle eingezeichnet, wo ich die Hütte setzen möchte. Also ihr habt ja einen Flächennutzungsplan zum Beispiel, wo ihr das einzeichnen könnt. Und diesen Plan habe ich genommen mit der Zeichnung, habe das bei uns im Dorf hier zum Bauamt geschickt, habe bei denen nachgefragt und habe gesagt, so, ich möchte das und so bauen in der Höhe, ob das okay ist. Kam die Aussage, hier ist die Regel dafür und wenn du das einhältst, ist alles okay. Gut, ich gehe davon aus, dass ich die Regel einhalte, die fanden das auch okay, also gehe ich davon aus, dass alles passt. Also dieser Bau ist genehmigungsfrei. Dann habe ich angefangen, letztes Jahr den Boden auszuheben, so ungefähr 60 cm tief, denn das Ziel war, eine Bodenplatte von 15 cm einzulassen. Ihr müsst unten drunter noch einrechnen, dass ihr noch Frostschutz unterbringen müsst. Das heißt also, ihr müsst tiefer buddeln als diese 15 cm. Bei mir, wie gesagt, um die 60. Das habe ich mit dem Robert von Lust auf Natur zusammen gemacht. Ne, Robert, das war ein ordentlicher Spaß. Wir haben das Ganze natürlich per Hand gemacht. Wer es sich ein bisschen leichter machen möchte, nimmt sich halt einfach mal einen Minibagger. Kostet ja auch kein Geld. Dann, wie gesagt, den Frostschutz rein. Den Frostschutz müsst ihr natürlich auch verdichten, ja, damit die Platte nachher nicht weiter runterrutscht. Und wenn ihr eure Platte baut, schaut, dass die Umrandung richtig schön fest ist, damit, wenn der Beton reinkommt, das nicht auseinanderreißt und dass auch nirgendwo was rausläuft. Wenn ihr euren Beton macht, ihr könnt ihn natürlich selber machen, ihr könnt ihn auch bestellen. Wenn ihr ihn bestellt, könnt ihr euch natürlich auch gleich Faserbeton bestellen. So habe ich es hier gemacht, weil, wenn ihr einen Faserbeton bestellt, braucht ihr keine Metallstreben einzulassen, also ihr braucht keine Bewährung. So, dieses Material könnt ihr extra bestellen, kostet wirklich nur ein paar Euro. Ich glaube, das waren irgendwas um die 40, 50 Euro, die ich da extra bezahlt habe für das Zeug. Der Beton in der Größe, ja, über die Größe haben wir noch gar nicht geredet, hat, glaube ich, irgendwas um die 400 Euro gekostet. Also ich wollte es einfach nicht selber machen. Meine Hütte hat übrigens ein Maß von 3 x 5 Metern, also die Grundfläche, die ich jetzt gegossen habe. Und wir haben eine durchschnittliche Höhe von ungefähr 2,30 Meter bis 2,40 Meter. Den höchsten Punkt, den ich habe, der liegt bei 2,90 Meter. Das Loch habe ich übrigens letztes Jahr gebuddelt, zusammen mit dem Frostschutz und mit der Betonplatte. Und die Betonplatte konnte so jetzt über den Winter erstmal aushärten, auch noch jetzt im Frühjahr, hatte ein bisschen Zeit gehabt dazu, damit sie wirklich gut trocken ist. Dann habe ich bei meinem Holzhandel ein wunderschönes Holz bestellt, und zwar in den Maßen 6 x 12 cm, also es ist ein 6 x 12 Konstruktionsholz und davon 150 Meter. Bei den aktuellen Preisen nicht gerade günstig, aber okay, die Hütte muss her, da kann ja nichts dran ändern, das ist jetzt gerade zu machen. Demzufolge ist das so, das lag ungefähr bei, ich glaube, es waren um die 650 Euro. Das kann man so machen. Ja, das ganze Holz angeliefert und das erste, was ich getan habe, ist natürlich die ganze Sache zuschneiden. Zuschneiden, da müsst ihr aufpassen, ich habe natürlich erstmal meine ganzen Dachbalken zugeschnitten, weil die halt wesentlich länger sind. Danach habe ich angefangen, die einzelnen Wände zuzuschneiden und ja, bei den Wänden ist es so, dass ich dann versucht habe, die einzelnen Wände immer auf verschiedene Stapel zu packen, dass ich immer weiß, das ist die hintere Wand, das ist die vordere, das ist die linke und das ist der Stapel von der rechten Wand. So bewahrt ihr da eigentlich ein bisschen den Überblick, welches Material wozu gehört.
Ja, jetzt sind wir mit dem Zuschnitt fertig. Ich habe alle vier Wände, die ganzen Latten zugeschnitten. Den Bauplan dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann habe ich auch natürlich die Latten fürs Dach gleich noch zugeschnitten, weil das die längsten sind. Und alles, was jetzt noch kürzer ist und irgendwie noch auftritt, da kann ich mir noch Holz schnell holen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber die wichtigen 5 Meter Latten, die sind alle schon zugeschnitten. Ja, jetzt habe ich die ersten Teile für die erste Wand da hinten liegen. Das Ganze wird jetzt verschraubt mit Parco-Schrauben. Das sind so eine Konstruktionsschrauben. Und dann wird die ganze Wand hochgeklappt und im Boden verankert. Das Ganze möchte ich so machen, dass ich vorher noch eine andere kurze Wand baue und die kurze Wand dann erst mit der langen Wand verschraube, um dann das Ganze quasi stabil stehen zu haben und dann im Boden zu verankern. Wie ihr aber gerade seht, ist es heute sehr windig. Also heute werde ich einfach mal nur die erste Wand zusammenschrauben. Ja, und wenn mal so eine Latte nicht will wie ihr, dann nehmt ihr mal so eine schöne Zwinge hier, macht die hier fest und dann könnt ihr die euch hier so ein bisschen zurechtbiegen, die Latte. Zack, ist sie gerade. So, perfekt. Das war jetzt Wand 1 und morgen folgt dann Wand 2. Puh.
Habt ihr gerade gesehen, wie ich diese Querverstrebung eingesetzt habe? Achtet bitte darauf, bevor ihr die einsetzt, dass euer Gebäude insgesamt gerade ist, dass es nicht so wegkippt. Immer mal schön mit der Wasserwaage gucken, ob alles hinhaut. Sobald ihr diese Streben einbaut, ist das Gebäude relativ fest, das fängt dann nicht mehr an zu schwingen. Ich habe zusätzlich noch horizontale Streben reingesetzt und das habe ich da gemacht, wo ich die Tür habe, weil wenn ihr den Balken habt, wo die Tür nachher dran hängt, dann würde die Tür da reindrücken. Und genau da habe ich noch ein paar horizontale Streben reingesetzt, damit diese Kraft abgeleitet wird. Übrigens ist es so, wenn ihr nachher die Außen- und die Innenhaut angebaut habt, dann sollte die Sache auch so sehr stabil werden, also sollte es weniger Probleme geben. Ansonsten würde ich euch empfehlen, abonniert meinen Kanal, damit ihr den nächsten Teil sehen könnt. Da geht es übrigens dann ums Dach, also um die ganze Dachkonstruktion. Und bis dahin kann ich nur eins sagen, auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.